Hallöchen, willkommen zurück bei Let's Play The Binding of Isaac. Wir sind hier gerade im Spielraum und haben massig Geld. Juhu! Weil wir den Automaten da drüben sehr oft benutzt haben. Ich glaube, wir benutzen ihn noch ein bisschen öfter. Und nochmal. So. Moment mal. Ach Mann. Ich will doch nicht das Item da rauskriegen. Das Item ist Mist. Wobei, so ganz so dumm ist das gar nicht, aber ich will es gerade nicht haben. Wir sehen sehr lustig aus mit dem Meat, was uns ärgerlich gemacht hat. Und dann noch mit dem 8-Dam-Pills. Wir nehmen erstmal das Herz mit. Und wollen in den Schwob. Boah, was mache ich denn? Bei den einfachsten Gegnern, die auf der Ebene kommen können. Da wäre noch ein Ersatzspielautomat, wenn unsere kaputt geht. Da kann Meat Boy uns wenig helfen. Zum Glück haben wir auch ein bisschen Damage ab, da ist das schon okay. Lops. Dankeschön, Chat. Ein Herzchen. Boah, Meat Boy, das war noch knapp. Was ist das denn? Ist das so, dass man immer die gleichen Items findet, oder? Oh fuck. Juhu, das war einmal behindert. Unser Habit ist jetzt versteckt. Weil wir jetzt Haare stattdessen auf dem Kopf haben. Wir holen uns dann mal unser zweites Trinket. Hä? Ich verstehe das voll nicht. Exakt die gleichen Items. Spielen wir noch einmal mit dir und dann sprengen wir dich. Kabusch! Friends till the end. Moment mal. Wir können ja mal da gucken, ob da der Geheimraum bleibt. Nein, schade. Aua. Da. Sterbt einfach. Speed up. Ich finde das Buch gar nicht mal so dumm. Kann ich einfach in Gegnern drinne stehen. Auch nicht auszuweichen. Haha.
Und wieso gehe ich hier lang? Ich muss in die andere Richtung. Danke. Wow, wow, wow! Aua. Wir können all unser Geld verspielen, ne? Weil danach kommt ja der Wurm. Danke, wenigstens was. Pretty Fly, sehr gut. Unseren Schlüssel wieder drinne. Unser Herz wieder drin, was wir eben von. Oh, fuck. Das war ein ganzes. Egal. Wow, Geld. The Pretty Fly. Bist du Francilian? Okay. Brennstil, die Endpille ist irgendwie auch voll häufig. Meine Leiter spackt sich da unten ab. Toll. Münze. Was Richtiges. Ein Dollar oder so. Na, selbst der würde mir zu viel was bringen. Aua. Oh, wieso geht das weg, wenn man aus dem Raum rausgeht? Meatball ist ein Zombie, er ist Gehirne. Boss! Mom! Nein! Tritt hier auf deinen eigenen. Schade. Sie kann sich nämlich auch auf ihren eigenen Fuß treten. Und dann zockt sie sich so ungefähr 3/4 ihres Lebens ab. Schade. Das hätte die ganze Sache ein bisschen beschleunigt. Blop, 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 blop. Meat Boy, was denn los mit dir? Okay. Dann geht's weiter. Womp 1. Da drüben ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich hasse dich. Das ist der schrecklichste Boss. Danke. Meatball, los, du hast doch Hunger. Genau so. Schick.
sehen, was für ein Boss kommt. Bin ich echt mal gespannt. Weil ich glaube nicht, dass ein War kommt. Nee, ein Death. Death, Death, Death. Moment. Death kommt auf der Ebene. Au! Hä? Ich wollte gerade sagen, wurden der Wurm hingeflogen? Mit unserem Leben sieht es auch gar nicht mal so doof aus. Wieso ist da ein Herz alleine unterwegs? Nicht, dass ich mich beschweren will, ne? Aber... Jetzt ist Meat Boy hier auch noch Herzen. Okay. Ich muss gar nichts machen. Meat Boy, das Herz. Dankeschön, Meat. Noch das andere. Ja. Ja. Ah, danke. Health up. Ging mir zwar nicht mehr ganz so alt so viel, aber. Toll. Bin ich vor dem Auge ausgewichen? Der macht mir die Spinne Schaden. Natürlich kommt trotzdem Death. Aua. Aua. Ich bin so ein Depp. Oben, Mitte, unten. Oben, Mitte, unten. Ach komm schon. Verkackter Besen. Ey. Danke. Ich habe 5 Cube of Meat. Und das nicht episches. Justice. Auf der Ebene gibt's gar nichts außer den Boss. Dankeschön, Chat. Ich bin so ein Mongo, ne? Da, jetzt friss einfach. Ich blick überhaupt nicht durch hier. Da, das ist doch schon mal übersichtlicher. Da blicke ich durch. Tot. Meat Boy, du machst die Bombenviecher. Meat Boy, ich hab gesagt, du machst die Bombenviecher. Toll.
Nein, fuck. Bisschen Konzentration hier. Dann ist Marm noch ganz einfach. Super Fan has appeared in the basement. So, wir haben Marm schon wieder besiegt. Diesmal sogar direkt zu Folgenende. Ich bin leise. Yay! Wow! Wir haben was voll was Cooles freigespielt. Ja, aber das ist echt cool. Da, schon 8 Marmkills. Mani ist gleich Power appeared in the basement. Superfan has appeared in the basement. The Wafer has appeared in the basement. Das war vorhin. Für mich vorhin, für euch. Vorgestern, keine Ahnung. Spider-Butt has appeared in the basement. Everything is terrible. The game just got harder. Okay. Halo. You got a gift from Krampus. Gut. Ich verabschiede mich. Eine Challenge ist wieder weg. Das nächste Mal geht's weiter mit The Doctor's Revenge. Tschüss.